Willkommen zu einem weiteren Video in der Modding-Serie für jedermann. Heute das Thema Interaktionsmarkierung. Wir sehen hier die klassischen Interaktionsmarkierungen. Das sind diese Markierungen für wo kippt man ab, wo kann man Einstellungen machen oder Gebäude kaufen, ne? Wo holt man ab, wenn es Schüttgut ist zum Beispiel. Das sind solche Markierungen. Und zu den Interaktionsmarkierungen gehören auch diese Markierungen auf dem Boden, wo denn diese Markierung, also dieser Bereich ist. Manche Modder vergessen allerdings, die Streifen korrekt einzutragen, damit auch diese weggehen. Und genau das zeige ich euch jetzt, wie man das nachträgt. Alles, was wir dazu brauchen, ist die XML des Produkts und die I3D. So, das erste, was man macht, ist, man sucht sich diese Streifen raus und dann sieht man hier, oh, hier ist alles drin. Das heißt, Unloading Stripes wollen wir weg haben. Jetzt geben wir die XML und schauen ins I3D Mapping, ob wir da die Unloading Stripes finden. Natürlich finden wir die hier bei mir, weil ich die vorher ja noch rausgenommen habe. Wenn nicht, tragen wir sie hier ein mit dem Node, der hier dabei steht. Und dann gibt es die Trigger Markers. Die fürs Unloading zum Beispiel oder die mit dem Schraubenschlüssel. Die vergisst der Modder nicht, weil nur wenn er sie hier einträgt, werden sie überhaupt angezeigt. Aber damit das Ganze auch, alles was in diesem Triggermarker steht, wird ausgeblendet, wenn man die Interaktionsmarkierungen abschaltet. Also trägt man sie hier einfach wieder ein. Wenn ihr das Problem habt, dass häufiger mal die Sachen nicht richtig von der Höhe her sind, dann gibt es hier den Adjust to Ground, um das Ganze am Höhenmodell der Karte auszurichten. Wenn euch die Höhe nicht so ganz passt, könnt ihr das ja mal von True auf False oder andersrum umstellen, um das zu sehen. So, wir haben also jetzt nur Änderungen in der XML vorgenommen und jetzt sollte das alles wieder funktionieren. Dazu schauen wir natürlich wieder ins Spiel. Das machen wir nicht bei jedem Mal, weil es nicht bei jedem Mal anbietet, aber bei sowas ist Sehen manchmal mehr. Man kann hier natürlich auch andere Dinge ausblenden als diese Streifen, wenn man die Interaktionsmarkierungen abschaltet. So, tada! Zu früh gefreut. So, wie wir jetzt sehen, keine Streifen mehr auf dem Boden, auch kein Symbol, was abgeliefert werden soll. Und wenn ich jetzt im Menü die Interaktionsmarkierungen wieder einschalte, dann ist alles wieder da. Ja, und ich hoffe, diejenigen, die gefragt haben, zu zeigen, wie das geht, wissen jetzt Bescheid und ich hoffe, der ein oder andere kann damit auch was anfangen. Gerne ein Like da lassen, Kommentar da lassen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!